Mein Name ist Malte und willkommen zum Ripwoch, dem Format, bei dem ich mich endlich mal aufregen kann. Mit dabei ist der Luke, weil ich mich heute nämlich zu krass aufregen muss und mich jemand zurückhalten muss, weil die war ein Hure. Was ist in der Bettritze eigentlich oder wo hast du das her? Ja, das habe ich in der Bettritze gefunden. Bei Bibi. Es sind nämlich wieder Dinge passiert, wo man sich einfach nur denkt, willst du mich ficken? Vielleicht. Der liebe Dima Kotlowski, der ist jetzt nämlich einen Schritt näher an seinem Webvideopreis in der Kategorie Idiot des Jahrzehnts. Wer den guten Dima nicht kennt, der Luke, erzählt mal, was er eigentlich gemacht hat. Was? Ja, Dima, der war früher ein Außenseiter mit seinem Bruder zusammen. War das sein Bruder oder sein Cousin? Und damals haben die quasi, naja, auch nicht bessere Videos als jetzt gemacht, aber es gab halt nichts anderes Besseres und deswegen waren sie schon ganz gut und die meisten Leute haben sie gefeiert. Ja, die waren eine Zeit lang der erfolgreichste deutsche YouTube-Kanal. Ja. Ich glaube, der erste deutsche YouTube-Kanal mit einer Million Abonnenten. Die haben Alberto groß gemacht. Die haben YTD groß gemacht. Dima hat vor allem noch was ganz anderes groß gemacht. Ja, die Titten von Sexy Julia. Jetzt macht Dima richtig guten Content, wie zum Beispiel, welchem YouTuber gehört der Arsch, die 7 krassesten Sexrekorde der Welt, die 8 krassesten Sexrekorde, da ist einfach einer noch dazugekommen, Sex im Auto, voll normal, und die 15 reichsten Pornostars der Welt. Ja, liebe Freunde, also man merkt, Dima hat auf jeden Fall in einem Jahrzehnt auf YouTube nicht nur gelernt, guten Content zu produzieren, sondern auch gut mit Kritik umzugehen. Mega. Kritisieren ist einfach, liebe Leute. Selber an eigenen Fehlern arbeiten ist für manche zu anstrengend. Lieber sich mit anderen beschäftigen. Wow. Manchen Leuten ist das zu anstrengend, aber dem lieben Dima, dem ist nichts zu anstrengend. Nichts ist zu anstrengend, keine Titel ist zu groß und keine Kritik ist fehl am Platz. Du machst beides nicht. Was will die liebe Luna jetzt damit sagen? Ist Dima wirklich ein Bonobo, der einfach hingeht und sagt, diskutieren lohnt sich nicht? Und ist Dima vielleicht wirklich so dumm, dass er einfach Leute blockiert, die was gegen seinen Content sagen? Ach Quatsch, das würde Dima doch niemals tun. Es macht mich mega traurig, weil mich hat er nicht blockiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Mensch Dima und die Kameraperson Dima so unterschiedliche Personen sind. Dima hat auch unter anderem geschrieben, ich finde das Video immer noch unterhaltsam. Hab auch eingesehen, dass ich ein ganz, ganz schlimmer Mensch bin und lebe damit. Meine Handinnenfläche hat dank Dima eine sehr innige Beziehung mit meinem Gesicht bekommen. Nur weil irgendjemand sagt, dein Video finde ich moralisch vielleicht ein bisschen fragwürdig, heißt das nicht, dass die Person dich kacke findet. Zumal die Person ja selber dabei war bei dem Video. Die Luna war mit in dem Video dabei, hat dann aber auch Folgendes noch gesagt. Dass du ein schlimmer Mensch bist, sagt niemand. Ist das sexistisch, wenn ich das mache? Hat sie so eine Stimme? Du möchtest mir sagen, dass du nicht das Video gesehen hast, wo sie sich eine Lichterkette anzieht und sonst nichts? Nee. Was? Ja, die hat sich eine Lichterkette angezogen und darüber geredet, was auf YouTube falsch läuft. Ah, oh, cool, nee. Dass du ein schlimmer Mensch bist, sagt niemand. Es geht um den Content und darum, was du damit vermittelst. Wenn Dima wenigstens zu seinem Content stehen würde, gäbe es ja auch gar kein Problem. Was ist das für eine fette Mücke, Mann? Rote Ameise. Wo sind wir, im Wald oder was? Mann! Aber Dima hat ja auch eine Begründung, warum er Leute blockt. Ich blocke nur Doppelmoral-YouTuber, um mich nicht mit dem Virus anzustecken. Und nein, Videos werden nicht besser. Du Bonobo! Ich habe auch keine Lust, eure Geschlechtskrankheiten von der Gang zu kriegen. Soll ich euch jetzt auch auf Twitter blockieren oder was? Dima hatte dreimal das letzte Wort. Und das letzte Wort lese ich euch jetzt immer vor. Ein letztes Mal für die, die es nicht ganz verstanden haben, worum es mir geht. Es geht keineswegs darum, dass ich nicht kritisiert werden will und dass ich abstreiten würde, dass einige meiner Inhalte möglicherweise falsche Werte vermitteln. Auch wenn das meist unbewusst passiert. Unbewusst! Dima hat sich doch nicht unbewusst vor die Kamera gesetzt und Ärsche erraten. Nein. Nur weil ich Pimmelvideos auf Broken Thumbs hochgeladen habe, heißt das nicht, dass ich nicht sagen kann, Pimmelvideos sind halt jetzt nicht vielleicht unbedingt der optimalste Content. Man könnte vielleicht auch einfach mal aus den eigenen Fehlern lernen und dazu stehen. Nein. Das würde vielleicht sogar gut ankommen. Vielleicht würden dann sogar die Leute, die einen immer hassen und haten, sogar plötzlich einen mögen. Steinmann-Fan! Geil, Helikopter. Die suchen uns. Ich hab den Bottenprank nicht gemacht, das war ApoRed! Ich will mich nicht weiter über YouTuber aufregen. Ihr habt es doch schon in die Kommentare geschrieben. Dieses Format ist eigentlich nicht zum YouTuber-Bashen hier, sondern einfach nur für Sachen, über die ich mich aufrege. Deswegen regt sich Luke jetzt weiter über ApoRed auf. Der dusselige kleine ApoRed. Ach, so ein Dussel. Dann lädt er doch, vermutlich ganz versehentlich, ein Video hoch, in dem er eine Straftat begeht. Sogar mehrfach hintereinander. Der Kollege hatte ja, falls einer von euch das nicht mitbekommen hatte, letzte Woche den Bombenprank von den englischsprachigen YouTubern geklaut, so wie alle anderen Videos von ihm auch, und das dann auf YouTube hochgeladen. Natürlich konnte er jetzt wirklich nicht wissen, oder muss man ihm verteidigen, dass kurz danach ein Anschlag in Nizza passieren würde, was das Ganze noch geschmackloser macht.
Andererseits hätte er das Video auch einfach runternehmen können. Was er aber sehr wohl hätte wissen können, ist, dass der Kollege aus dem englischsprachigen Raum dafür 9 Monate lang in den Knast gewandert ist. Denn ja, lieber ApoRed, eine Bombendrohung ist auch noch illegal, wenn es mit versteckter Kamera gemacht wird. Und deswegen habe ich mir einfach mal die Freiheit genommen, das Video auf Twitter an die Polizei in Hamburg weiterzuleiten. Jemand anderes hatte es wohl vorher auch schon angezeigt, aber durch meinen Tweet wurde es dann auch bekannt. Ich war sogar bei Mr. Trashback. Kurz darauf stellt die Nullnummer mit den Nike-Logos als Augenbraue das Video dann auf privat und lädt anschließend ein Entschuldigungsvideo hoch, in dem er sich nicht mal wirklich entschuldigt, sondern Werbung für seinen beschissenen Zweitkanal und sein Kack-Merch macht. Junge, was stimmt mit dir nicht? Die eine Hälfte fand's lustig, die andere nicht. Nur weil die Hälfte geliked hat von den Gesamtbewertungen, heißt das nicht, dass die Hälfte es gut fand. Es heißt auch nicht, dass die Hälfte der Zuschauer es vielleicht nicht ganz so toll fand. Das heißt wirklich einfach nur, dass deine Community einfach scheiße hohl ist. Steh einfach zu deinem Scheißfehler und entschuldige dich richtig bei Leuten, denen du A, in der Fußgängerzone Angst gemacht hast, obwohl du wahrscheinlich die meisten davon kanntest, weil... Ne, Pranks-YouTuber. Und bei den Leuten, die vielleicht bei so einem Attentat schon mal Leute verloren haben, daran schon mal gedacht, dass das vielleicht nicht so geil ist, wenn man sowas sieht? Das Thema ist nicht durch. Du bist immer noch ein Vollidiot und für solche Aktionen solltest du einfach in dem gottverdammten Bau wandern, wo dir dann deine Augenbrauen überwuchern. Ich habe mir gerade Pokémon Go gedownloadet. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Die 7 magischen Dragon Balls, du Stück Sch***. Das Herz der Karten! Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Pokémon auf dem Smartphone. Und jetzt gibt's Leute, die sagen, Pokémon Go ist scheiße. So ein Kack! Laufen die alle rum mit den Handys, die Jugend! Ich verstehe ja, dass man sagt, ja, auf einem Friedhof muss jetzt nicht unbedingt ein Pokémon-Stop sein. Verstehe ich. In Auschwitz muss man auch nicht unbedingt jetzt Smogon fangen können. Das ist auch nicht unbedingt so gut platziert. Und ich verstehe, dass Leute ein bisschen Bedenken haben, weil die Leute nur noch rumlaufen mit ihrem Smartphone vor der Fresse. Aber das war vorher auch nicht anders. Nur weil ein Mädchen eine Leiche wegen Pokémon Go findet, heißt das nicht, dass das Spiel daran schuld ist. Das Spiel hat so viele Vorteile. Leute finden zueinander, man wird resozialisiert. Diese komplette Desozialisierung durch das Smartphone wird dadurch einfach wieder ein Stück weit aufgehoben, weil Leute in den Park gehen und andere Leute treffen, die auch Pokémon Go spielen. Und dann sind die vom selben Team und dann machen die einfach alle Arenen dieses Parks zusammen platt. Alle Sachen, über die sich Newsseiten und so aufregen, sind Dinge, die Apps und Smartphones generell als Problem haben. Wenn du so durch die Gegend läufst, dann kannst du nicht sehen, ob dich ein Auto gerade überfährt oder nicht. Wenn du Google Maps auf deinem Telefon hast, dann brauchst du dich gar nicht beschweren, dass deine Daten überall gesammelt werden, weil es ist essentiell dieselbe App. Ich find's gut, wenn man auf Newsseiten nicht nur immer Terror und Hass lesen muss, sondern eben auch so Dinge wie Pokémon Go. Und sich dann über eine App aufzuregen, dass sie eigentlich genau das gleiche macht wie alle anderen Apps, ist halt ein bisschen unnötig. Jetzt verpiss dich bitte. Ich bin am Kabel dran. Ich weiß nicht, ich kann nicht so weit weglaufen. Wie lang ist das? 3 Meter? Man sieht mich zwar nicht mehr, aber man hört mich noch. Und Malte schaute sich um. Er saß im Wald. Nicht ganz sicher, wie er da hingekommen war. Er roch an sich. Vielleicht ist er da schon länger. Der Durchfall setzt auch langsam ein.